Ich wollte gerade sagen, ich bin Zivilist. Damit meine ich, ich wohne in der Zivilisation. Ich bin Zivilist, ist das nicht fantastisch? So, wir nehmen jetzt hier unseren Eimer und einen Holzblock. Kein Holzblock, sondern ein Eichenholzbrett. Und wir hoffen mal, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Nämlich so. Und dieser Holzblock muss auf dieser Seite anfangen zu brennen. Und dann wird das Portal aktiviert. Glaube ich. So, wir werden den jetzt hier einfach wegmachen. So, und den Lavaeimer direkt darunter auskippen. Und dann sollte es meiner Meinung nach nicht lange dauern, bis dieser Holzblock anfängt zu brennen. Wahrscheinlich wird es im Endeffekt doch relativ lange dauern. Aber ich hoffe natürlich, dass es nicht sonderlich lange dauert. So, alles weg, was wertvoll. Hoppala. Alles wegpacken, was wertvoll ist. Und dann gucken wir hier, was hier noch liegt. Knochen und Pfeile, wunderbar. Noch ein Pfeil und mehr Gehirne. Moment, was ist denn hier jetzt passiert? Hier sind ja ein paar Blöcke verschwunden. Ich hatte doch bis vorne alles... Hä, das verstehe ich nicht. Wer hat mir denn hier die Blöcke geklaut? Das sah doch von vorne schön aus. Guckt euch das mal an. Wie ist denn das jetzt passiert? Da müssen Creeper explodiert sein und irgendwie unter der Plattform. Warum macht ihr mir meine Plattform kaputt? Gar nicht schön. Also, wir sehen, wir müssen tatsächlich da eine Mauer drumherum bauen. Einfach, weil die Creeper runterfallen und anscheinend im Sturz explodieren und dann die Plattform von unten kaputt machen. Das will ich aber nicht. Da habe ich keine Lust drauf. So, unser Hunger ist gestillt. Das will hier leider nicht wachsen. Ich frage mich, warum. Wie lange so Feuer, purer Lava standhalten kann, widerstehen kann, weiß ich jetzt auch nicht. Kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, warum das immer so lange dauert. Weil wir erinnern uns alle noch an die früheren Minecraft-Tage, wenn irgendeiner es gewagt hat, einen Kamin zu bauen in Minecraft. Dann war schon das ganze... Oh, der Holzblock brennt. Dann war schon das ganze Haus zum Scheitern verurteilt. Der Holzblock brennt. Ich bin der Meinung, dass es... der Punkt, an dem wir gleich wirklich ein Portal bekommen. Nee, der Holzblock ist weg. So ein Beschiss. Verdammte Verarsche. Also es hätte fast was werden können. Das war eigentlich genau das Szenario, das wir wollen. Ich werde jetzt hier einfach mal zwei Holzblöcke drüber setzen und hoffen, dass das... Na komm, so. Und hoffen, dass das jetzt besser funktioniert. Oh, einer brennt schon, einer brennt. Das ist gut, genau sowas brauchen wir. Wenn wir Glück haben, dann wird sich das Portal entzünden. Das ist wirklich mit Glück verbunden, weil Eisen können wir ja bekommen, aber wir kommen nicht an Kies ran. Das heißt, wir bekommen keinen Feuerstein. Wir können kein Feuerzeug bauen. Das ist so ein bisschen das Problem bei der ganzen Geschichte. Okay, also wir hatten jetzt zweimal Pech. Nein, anders. Wir hatten zweimal kein Glück. So rum sieht es aus. Ha, ich frage mich, wie lange die hier brauchen. Wir gucken mal, ob das nicht doch noch mal mit dem Knochenmehl funktioniert. Wo ist es denn? Da. Wir haben ja auch 6 neue Knochen. So viel haben wir ja jetzt nicht mehr. Ich guck mal, ob das nicht doch nochmal funktioniert. Es glitzert ja jetzt nicht. Oh, da! Oh, in dieser Sekunde ist der Kürbis gewachsen. Oh, fantastisch. Hallo, lieber Kürbis. Haha. Gut. Also, es funktioniert tatsächlich nicht. Ich kann hier draufklicken, es passiert nichts. Da werden wir aber hier nochmal machen und die Karotten... Ach ja, ich glaube, Karotten sind mein neues Lieblingsgemüse. Ah, und das Wasser ist wieder gefroren. Du wirst nicht nochmal frieren, du Wasser, du. So, nochmal hoch damit. So, und nochmal mehr Karotten. Und wieder anpflanzen. Geile Sache. Und hier bekommen wir nochmal kurz. Schwupp. Oh, 3 Samen haben wir rausbekommen. Sehr, sehr großzügig, muss man mal so sagen. So. Und sobald der Rasen da hinten rüber gewachsen ist, bekommen wir auch mehr Dirt für die Farm. Und da setzen wir mal ruhig noch einen Holzblock hin. Ich bin fast der Meinung, wenn der nicht über dem Quellblock ist, dann kann der sich nicht entzünden. Keine Ahnung. Eigentlich habe ich keine Ahnung. Habe ich ja eben gesagt, keine Ahnung. Aber es scheint mir irgendwie immer so. Es sind ein bisschen hanebüchende Regeln momentan. Also in den aktuellen Versionen. Früher wäre dieses Feuer, dieses Holz innerhalb weniger Sekunden vernichtet worden. Das wäre einfach weg gewesen. Gut.
Also, Kürbis. Was können wir denn aus Kürbis machen? Wir können 4 Kürbiskerne draus bekommen. Ist eigentlich eine schöne Sache. Wir können aber Kürbis an sich, glaube ich, überhaupt nicht essen. Ich weiß nicht, wozu man die braucht. Ich muss unbedingt nachgucken im normalen Minecraft, was man mit Kürbissen macht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe gerade meine Spitzhacke rausgeholt, weil ich irgendwas abbauen will. Alle 3 Holzblöcke sind verbrannt. Wunderbar. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das wunderbar finden soll. Heißt aber, es passiert wenigstens was. Noch ein Kürbis. Ja, jetzt geht's aber flott. Donnerwetter. Fantastisch. Warum ging das jetzt so schnell? So. Die werden jetzt auch noch brennen. Man muss auch höllisch aufpassen, dass ich das nicht auf den Quellblock stelle. Bloß nicht fehlklicken. Das wäre fatal. So. Wunderbar. Ich hätte es eigentlich ganz gerne, dass ich hier eine Reihe nur mit Kürbissen und Melonen habe, die so alle zur Seite wegwachsen. Und auf der anderen Seite hätte ich gerne nur diese Weizen. Moment, dafür kriege ich aber genug. Dafür... Oh! Oh, es hat geklappt, es hat geklappt! Oh, wir haben ein Nether-Portal. Oh, ist das geil! Okay, schnell den... wo ist mein Eimer? Ah, Alarm! Da ist der Eimer. Wir haben ein Nether-Portal bekommen und zwar wirklich schneller, als ich es gehofft hatte. So, wir haben unsere Lava zurück. Und wir haben tatsächlich ein Nether-Portal, ein funktionierendes Nether-Portal. Oh mein Gott, ist das geil, geil, geil. Geil hoch 1000. So. Oberscharf. Es hat tatsächlich funktioniert und das ohne, dass ich irgendwo nachgucken musste. Es funktioniert einfach so. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sehr schön. So, die Lava kommt an ihren ursprünglichen Platz zurück. Dann blocken wir das hier wieder ab. Gut, sehr gut. Und das Wasser kann eigentlich da bleiben. Wir haben ja gleich eine unendliche Wasserquelle. Wunderschön. Wir gehen jetzt durch dieses Nether-Portal und gucken, was uns auf der anderen Seite erwartet. Huh, ist das aufregend. Überall kribbelt's. Okay, wir sehen hier tatsächlich 2 Pilze im großen Nichts mal wieder. Kommt einem ja relativ bekannt vor. Hier haben wir Eis, Zuckerrohr und einen Birkensetzling. Eine neue Art von Baum. Ob es der wirklich wert ist, weiß ich nicht. Wo ist der Pilz? Der Pilz ist weg. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Der Pilz ist einfach verschwunden. Dann kann der mir auch getrost runterfallen. Wo ist denn jetzt der andere Pilz hin? Das ist nicht fair. Der ist einfach verschwunden. Oh, was soll denn der Mist? Jetzt bringt es mir ja gar nichts. Ich kann ja nie eine Pilzsuppe daraus bauen. Brauen. Das ist nicht fair. Das finde ich gemein. Oh, da! Ha! Er ist durch das Nether-Portal gesprungen. Oh, gut, ich nehme alles zurück. Dankeschön. Mann. Mann, Mann, Mann. In dieser Sekunde hatte ich wirklich gerade überlegt, ob ich mir Not Enough Items installiere und den mir reincheate. Das wäre nicht fair gewesen. Nein, das wäre es nicht. Gut, alles wieder zurückpacken. Vor allem auch die Pilze, die sind sehr wertvoll. Und wir nehmen jetzt hier unseren Eimer und diesen Eisblock. Und daraus bauen wir jetzt eine unendliche Wasserquelle. Und zwar, indem wir... Das ist gefährlich. Ich nehme den jetzt lieber weg. Und setze den Eisblock dahin und das Wasser dahin. Wunderbar. Und jetzt haben wir hier doch eine unendliche Wasserquelle, oder? Ja, haben wir. Oh, eine unendliche Wasserquelle. Halleluja! Fantastisch, ich hab's geschafft! Ah, ich bin jetzt in Skyblocks schon viel, viel weiter, als ich es mir für eine große Anzahl an Episoden ausgemalt hatte. Ich dachte, das dauert alles viel, viel länger. So, Wasser ist jetzt keine unersetzbare Quelle mehr. Keine unersetzbare Wertvolligkeit. Ihr werdet mir diesen Spaß verzeihen. Ah, sehr, sehr schön. Ihr habt genau gesehen, was ich gemacht habe. Nämlich hier eine einblockbreite einen einblockbreiten Gang. Und dann die Wasserblöcke ein Block auseinander hingedingst. So. So, hier werden wir... Gut, da werden wir einfach Holz machen. Da brauchen wir keine zweite Reihe, aber auf der anderen Seite will ich eine zweite Reihe. Wir nehmen uns jetzt hier mal noch mehr Holz.
Aber dass sie mir den Pilz wiedergegeben haben. Das ist wirklich cool, der ist durchs Nether-Portal gesprungen. Das ist halt das Problem, dass die Pilze da auf dem Glowstone gepflanzt sind. Weil auf Glowstone wachsen Pilze eigentlich nicht, weil Pilze absolute Dunkelheit bevorzugen. Das ist so eine der Regeln für Pilze, die mögen es stockdunkel. Ansonsten wachsen sie einfach nicht. So, wir werden also diese Pilze auf keinen Fall sofort zu Pilzsuppe verarbeiten, sondern werden sehr vorsichtig mit ihnen sein und versuchen, sie irgendwo anzupflanzen. Wir werden uns also hier irgendwo eine dunkle Gegend bauen müssen, wo absichtlich kein Licht ist, wo es aber hoffentlich hell genug ist, dass trotzdem keine Mobs spawnen. Und dann können wir einen Pilz einfach so auf einen Ziegelstein machen. Nee, auf einen, wie heißen die? Pflasterstein. Und dann wird mit der Zeit irgendwo im Umkreis von diesem Pilz ein zweiter solcher Pilz wachsen. Und wenn wir dann... Oh, noch ein Kürbis. Was, ein Kürbis? Ich dachte, das wäre eine Melone. Ah, der Kürbis ist nach links gewachsen. Das ist ja gemein. Der Kürbis ist vorher immer nach rechts gewachsen und jetzt ist er nach links gewachsen und hat der Melone den Platz weggenommen. Das ist unfair, wie mir scheint. Deshalb... Jetzt ist es schon wieder eingewachsen. Eingewachsen. Eingefroren. Das finde ich ein bisschen unfair, deshalb will ich die Pflanzen ja alle nebeneinander haben. Und so Platz dafür lassen, dass sie alle nach hinten wachsen können, aber nicht zur Seite. So nehmen die Pflanzen sich gegenseitig den Platz nicht weg. Außerdem werden wir jetzt hier das Wasser zumachen, damit es nicht mehr zufrieren kann. Das Wasser auf der anderen Seite ist unbedeutend, das darf ruhig zufrieren, das macht gar nichts. Da kommt Dirt hin, sobald wir noch welchen haben. Und ja, ist doch eine geile Sache. Und Moment, das können wir gleich machen. Viel bessere Idee, viel bessere Idee. So, wir machen den Dirtblock dahin. Dann hat die Melone nämlich einen Dirtblock, wo sie hinwachsen kann. Und dann hat der Kürbis auch einen Dirtblock, wo er hinwachsen kann. Denn vorher hatten beide jeweils... Nein, vorher hatte die Melone nur einen Raum, nämlich dahin. Und vorher hatte der Kürbis zwei Räume, nämlich dahin und dahin. Und deshalb konnte der Kürbis der Melone den Platz wegnehmen. Das wird aber jetzt nicht mehr passieren, weil jetzt beide jeweils einen Block haben. Sie haben beide also nur noch eine Wahl, irgendwo hinzuwachsen. Sehr schön. Dann können wir hier, wir haben hier 6 Blöcke, genau. Dann können wir hier 3 Kürbisse. Nee, wir haben 5 Blöcke. Ach, verdammt. Gut, egal. Wir werden wahrscheinlich mehr Melonen anpflanzen als Kürbisse, weil wir Kürbisse einfach nicht brauchen. Ich weiß nicht, wofür wir Kürbisse brauchen. Ich glaube, wir können... Ich bin mir immer nicht sicher, ob Kürbiskuchen in Minecraft auch vorkommt und wir dafür Zucker und Ei brauchen und Milch. Oder ob das eine gemoddete Sache ist, das weiß ich nicht. Hier haben wir auf jeden Fall Zuckerrohr und das werden wir gleich hier anpflanzen, denn diese Kakteen brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt genug Kakteen für unsere Plattform hinten sowieso und auch so ganz generell. Und da werden wir uns hier eine schöne Zuckerrohrfarm anbauen, die meiner Meinung nach auch kein Wasser braucht. Aber das können wir schön nebeneinander bauen. Und ob wir für irgendwas Zuckerrohr brauchen, wird sich noch zeigen. Wir werden vielleicht sogar einen Kuchen backen. Wäre das nicht eine coole Sache? Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache, wie ich finde. Und hier setzen wir Zuckerrohr hin. Na, was ist denn jetzt los? Wächst es nicht auf... Wächst es nicht auf Sand? Ich dachte, das wächst auf Sand. Wächst es auf normalem Boden? Das wäre ja schräg. Hä, wo wächst denn Zuckerrohr? Ich werde es nicht auf dem Rasen versuchen. Das ist mein einziges Stück Rasen. Das werde ich nicht versuchen. Am Ende klicke ich da drauf und dadurch wird der Rasen gelöscht oder sowas Schräges. Das werde ich nicht versuchen. Also, wir werden jetzt hier aber noch ein paar Zombies töten. So, eigentlich wollte ich noch warten, bis es wieder Tag ist. Aber das ist jetzt gar nicht nötig. Wir haben ultra viel erreicht. Ich bin sehr glücklich. Oh Mann. Das habe ich befürchtet. Sowas habe ich immer befürchtet, dass irgendwas auf dem Baum spawnt und dann runterkommt. Gut. Wir haben die Situation geregelt, geklärt, alles ist in Ordnung, da weil wieder so ein Riesenbaum ist. Den müssen wir auf jeden Fall fällen, das ist viel zu gefährlich. Wir haben ja tatsächlich gesehen, da können Monster spawnen und fallen dann einfach runter und stehen uns dann plötzlich direkt vor der Fresse, vor dem Gesicht. Das wollen wir nicht, deshalb fällen wir jetzt doch diesen absurd großen Baum und dann werde ich mich auch wieder verabschieden, oder das kann ich eigentlich gleich jetzt machen. Und werde, wie ich es in letzter Zeit ganz gerne mache, auch am Ende einer Aufnahmephase
dass ich mich einfach mitten im Gameplay verabschiede. Das ist ja jetzt eh nicht sonderlich spannend und ich habe auch langsam nichts mehr zu sagen. Mir tut auch langsam ein bisschen wieder der Hals weh. Habe ich ja schon mal angesprochen, dieses Thema. Ist ja auch egal. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht wollt ihr sogar kommentieren oder ein Like da lassen. Tut mir leid, dass ich euch darum bitte. Ich habe ja nicht drum gebeten. Ich habe ja nur gesagt, vielleicht wollt ihr nicht. Wahr? Kann ja sein, dass ihr wollt. Vielleicht wollt ihr auch nicht. Ist ja kein Problem. Ist ja auch egal. Ich würde mich über Feedback in jeder Art freuen. Auch über schlechtes Feedback, wenn du sagst, hey, du bist schwul, du bist voll scheiße, ich hasse dich, geh sterben. Auch okay. Habe ich kein Problem mit. Ist egal. Wie auch immer, wie ihr wollt, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Skyblocks. Aber bis dahin verabschiede ich mich von euch und sage tschüss und bis zum nächsten Mal.